Dietrich hat schon angedeutet, dass diese aktuelle Diagnostik, diese Zwei-Stufen-Diagnostik mit dem ELISA überhaupt nichts bringt, weil der ELISA eben zu insensitiv ist. Das heißt, wir haben durch den ELISA, wenn wir den machen, einfach zu viele falsch-negative Ergebnisse. Und das Schlimme ist, dass dann der Hausarzt diese Borreliose ausschließt. Das heißt, Ausschluss von einer Borreliose nur, weil der ELISA negativ war. Woher kommt das? Das kommt daher, weil der ELISA bei den AIDS-Testen sehr gut ist, beispielsweise sehr gut eingestellt ist, Sensitivität, auch bei Hepatitis, auch bei anderen Erregern, aber nicht bei der Borreliose. Das hängt auch mit der Antigenität dieser Borrelien. Du hast ja gesagt, über 130 Genome, die das verschlüsseln, auch in unterschiedlichen Ländern, Unterschied zwischen Amerika, Europa, Japan. Das ist ein Riesenproblem, auch für die Testhersteller übrigens, das herauszufinden. Das ist ein Beispiel aus unserer Laborpraxis, auch schon älter. Dieses Beispiel kann ich aber jede Woche Ihnen viele zeigen. IgG, IgM, ELISA war dort negativ, aber dieser Patient hatte, wenn Sie den Immunoblot gemacht hätten, ja, was wir machen, aber andere nicht tun, weil der Kassenpatient bekommt das auch gar nicht gezahlt. Das ist wirklich ganz schlecht. Die Kassenpatienten bekommen nur den ELISA bezahlt und dann den Immunoblot nur dann, wenn der ELISA positiv oder grenzwertig ist. Sonst zahlt das keine Kasse. Sonst ist das eine Privatleistung wieder. Ist aber nicht richtig, weil Sie sehen an diesem Beispiel, dieser ELISA falsch negativ gewesen ist, aber der Immunoblot voller Banden. Hätte ich jetzt nicht den Immunoblot gemacht, IgG, IgM, wäre der mir durch die Lappen gegangen. Hätte ich nie an eine Borreliose gedacht als Hausarzt, nie. Und die Hausärzte wissen sowas nicht. Denken Sie nicht, dass die Hausärzte das lernen, die Universitäten das unterrichten würden. Ich habe noch keinen Hausarzt gesagt, ach, das weiß ich schon vom Studium her. Dass die Ärzte, wir werden dort nicht hingewiesen, nicht ausgebildet, vielleicht auch bewusst nicht, politisch nicht. Die Gründe für mich sind völlig im Unklaren, warum das so ist. Also ich nehme den Testhersteller Firma Euroimmun in meinem Labor her, der ist in Lübeck, es gibt auch ganz andere Testhersteller und ich hatte dann mal 50 Patienten in unserer Praxis, wir haben inzwischen so um die 16.000 Patienten untersucht und behandelt und in den Jahren hatte ich mir mal 50 Patienten genommen, was haben die denn, also die auch Borreliose, zu uns kommt keiner, der Simulant wäre, weil das kostet alles Geld, die Leute kommen aus der ganzen Welt, wer das zahlen muss, der zahlt einen Haufen Geld, wenn er Reisekosten, Hotelkosten in Augsburg, kostet alles Geld, das heißt, das muss ich erstmal haben, aber zu uns kommen keine Simulanten, also ich habe noch nie einen erlebt, der aus Simulanz viel Geld investieren würde, dafür sind die Menschen, brauchen sie das Geld doch, also auch superreich, würde nicht simulieren. Ich habe jetzt eine Borreliose, warum auch? Die haben echt Beschwerden oder sie haben keine im Endeffekt. Dieses Simulantentum, was suggeriert wird, wird uns von der Gegenseite aufoktroyiert oder den Patienten. Das ist ganz fatal, damit die Psychiatrien überall so vollgemacht werden oder auch die psychosomatischen Behandlungseinheiten. Das ist nicht gut, nicht richtig. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mal geschaut, was haben die Leute für, haben unsere Patienten 50, was haben die überhaupt? Und wir haben gesehen, 40% haben gar keine Antikörper. Unsere Patienten, die haben wahrscheinlich schon uralte Infektionen, die überhaupt keine Antikörper mehr haben oder unterhalb des Cut-Offs liegen oder das Testsystem hat versagt. 28%, das heißt, jeder dritte unserer Patienten hat einen Resttiter. Das ist das nächste sehr gefährliche, wenn Sie so lernen als Arzt, was heißt IgG? Ohne IgM sagt man, ach, das ist ein Resttiter, das ist was Altes, fertig abgelaufen, abgehakt, Schluss, Ende. So denken wir, so lernen wir, ist aber auch nicht richtig, weil selbst ein Resttiter noch eine aktive Infektion bedeuten kann, wie Sie hier sehen, eine chronische Infektion sogar. 22%, jeder fünfte hat eine IgM-Persistenz, das heißt, er hat weiter IgM-Antikörper, die man normal ja nur in der frischen Infektion hat. Und 10% haben sogar eine isolierte IgM-Persistenz, sie haben keine IgG-Antikörper. Das können Sie haben, wenn Sie auch sehr früh mit Doxycyclin behandeln, dann unterbleibt diese Serokonversion zum IgG, der Patient bleibt am IgM stehen. Hat mich aber gar nicht interessiert. Mir geht es nur darum, der Patient, der nicht simulant ist, der chronische Borreliose-Symptom hat, was hat er für Antikörperkonstellation? Und 40% haben keine Antikörper in unserer Praxis. Gut, ich wollte erst mal zeigen, eine schöne Ozonbehandlung. Ich zeige mal, wie es aussieht. Rita, kommst du? Zurück zuerst? Nö, bleib lieben, entspann dich. Erstmal der Test, wo will das Ozon hin? Genau die gleiche Resonanz, als ob wir mit DMPS arbeiten oder anderen Dingen. Möchte gern hierher gespritzt werden. Nicht weiter unten im Hals. Nebenhöhlen auch. Ja, Sinus maxillaris möchte auch mit behandelt werden.
Becken, nein. Knie, auf jeden Fall. Andere Knie mal testen. Nee, wirklich nur dieses Knie. Und dann setzt du dich mal auf, guck mal am Rücken. Also Sakroiliakalgelenke, auf jeden Fall. Facettengelenke, nein, testen nicht. Ja, also wir spritzen dir, wenn ich eine Nadel finde, die lang genug ist, muss ich sagen, spritzen wir dir auch die Sakroiliakalgelenke an. Ja? Gut, leg dich erstmal hin. Ja, ich markiere die Oberseite, Iliac Crest, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, also die Beckenkamm. Wenn ich dann eine gerade Linie durchziehe, bin ich so bei L4-5. Und ich mache alles von einem Nadelstich aus, mit einer längeren Nadel in ein Gelenk rein und das andere rein. Und dann vielleicht am Schluss auch noch hier auf diese zwei Facettengelenke da unten. Ich brauche ein bisschen Alkohol. Ist ja hier noch was drauf? Gut, und dann bräuchte ich mal so eine, idealerweise, oder arbeite ich mit einer 10-Kubik-Spritze, dann bräuchte ich jetzt mal eine 20-Kubik-Spritze mit so 15 Kubik Prokain drin. Hm? Ja, dann habe ich hier. Was soll eine feinere? Ja. Ich mache den ersten Stich mit einer ganz feinen Nadel. Ja, ich mache eine Quaddel in der Haut, da sind die meisten Nerven. Und dann gehe ich ein bisschen tiefer mit einer ganz feinen Nadel und dann mit der längeren Nadel dann ins Gelenk. Das ist nicht sehr schmerzhaft. Also also ich kenne diese ganzen Injektionen von beiden Enden der Spritze. Und also fangen wir an, diesen Vorteil zu machen. Eine kleine Quaddel hier in der Mitte zwischen L4 und 5. Und ein bisschen seitlich, falls wir den Teil noch machen. Jetzt gehe ich ein bisschen spritzend vor in die Richtung, in die meine größere Nadel geht. Das sind relativ gesehen wenig Nerven. Ja, und was mich überrascht in Deutschland, dass es immer noch nicht gang und gäbe ist, dass alles Lyrlock-Spritzen sind, oder? Dass sie immer noch so aufgesteckt werden, die Nadeln. Ich weiß, es gibt, aber es ist noch nicht. Mhm. Ich weiß, in den USA ist Gesetz, muss alles Lyrlock sein, weil wenn man im Mund spritzt und die Nadel mal abfällt, oder ist es schwer, die wieder zu erwischen mit Lyrlock, das kann man einfach mal gucken. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Prokain ins Gelenk, dass ich mich jetzt orientieren. Also wir haben nicht die idealen Werkzeuge hier. Du, Rita, du musst jetzt auf die andere Seite. Ja, ich bin hier im Gelenk und spritze jetzt Prokain ins Gelenk. Und da ist, ich merke auch, dass das chronisch entzündet ist. Ja? Das ist so, wie man in so einen Haufen von kleinen Kieselsteinen sticht, anstatt dass da am Ende ein Kontakt ist, wie ähnlich wie Glas. Ja, und ich sehe, dass ich im Gelenk bin, weil wenn man im Gelenk ist und nimmt die Spritze weg, fließt es zurück, weil das Gelenk wie so ein Gummiballon ist. Jetzt gucke ich mal auf die Skala. Also, oder wenn wir richtig vorbereitet sind, sieht alles kleiner aus, kleinere Spritzen, kürzere Nadeln. Das beruhigt mich jetzt ungemein. Für Demo-Zweck ist es so gut. Und warte jetzt geduldig,
dass das Gelenk das Ozon aufnimmt. Ich kann nur ein bisschen Druck machen, ihr seht, der Stempel kommt wieder hoch. Das heißt, das Gelenk ist relativ prall.